und ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber wenn das der Fall ist, dann haben wir endlich wieder eine Facecam hier im Let's Play Ultimate Team. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Probleme, weil der Kartenleser von meinem Laptop kaputt ist, dementsprechend konnte ich die Kameraaufnahmen nicht auf meinen Laptop bekommen. Jetzt habe ich einen USB-Kartenleser bestellt, der ist zwar noch unterwegs, aber wenn ich dieses Video hier fertig mache, dann sollte er da sein und wenn alles geklappt hat, dann kann ich jetzt wieder eine Facecam hier in mein Let's Play Ultimate Team reinmachen. Und dementsprechend würde ich euch jetzt begrüßen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge widmen wir uns mal wieder einem Pokal, nämlich dem 4 Americas Cup. Und dort waren die Vorgaben ein bisschen strenger. Mindestens 5 Spieler, entweder aus Argentinien oder USA. Und nochmal mindestens 5 Spieler aus Chile oder Kolumbien. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu kompliziert jetzt gerade zum Erklären für mich. Auf jeden Fall war es dadurch auch ein bisschen schwieriger, ein Team zu bauen. Mir ist es auch nicht sonderlich gut gelungen. Ich habe es aber einfach gemacht und ja, man sieht jetzt hier, ich habe jetzt hier leider ein paar Spieler, die nicht die volle Chemie haben, wie zum Beispiel Guarin, der zwar schon bei 8 ist, aber auch dann hier zum Beispiel Zuniga oder auch der Innenverteidiger hier, die haben definitiv keine volle Chemie. Das lag daran, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht hatte beim Zusammenbauen, habe ich gemerkt so, ui, mir fehlt hier noch ein Kolumbianer und dann habe ich einfach irgendwie Zuniga eingebaut, also das war irgendwie ein bisschen anders geplant. Auf jeden Fall habe ich hier eine amerikanische Innenverteidigung plus Tim Howard als Torhüter, dann noch hier Timmy Chandler als Rechtsverteidiger, Zuniga habe ich eben schon gesagt, der war notgedrungen, weil ich noch einen Kolumbianer brauchte und dann hier in der Offensive so eine schöne Mischung aus der Serie A und der Liga BBVA mit sehr alten, bekannten Gesichtern hier. Mit Martinez, Rodriguez und auch Cuadrado. Den habe ich auch schon mal, glaube ich, in meinem letzten Ultimate Team gespielt. Und mit diesem Team habe ich es dann probiert, weit in diesen Pokal zu bringen. Und das ist jetzt auch soweit. Wir sind jetzt hier im Finale und ich werde euch jetzt hier zunächst die Spiele zusammenfassen. Wobei ich eine Anmerkung machen muss. Das erste Spiel werde ich euch nicht zeigen können, denn das habe ich verkackt beim Aufzeichnen. Also wir werden direkt einsteigen im Viertelfinale. So, und wie erwähnt, starten wir hier direkt im Viertelfinale und das ist das gegnerische Team im 4-3-2-1 und wie man sieht, ich war nicht der Einzige, der Probleme hatte, ein Team zusammenzustellen mit hoher Chemie, welches auch noch zeitgleich schlagkräftig ist. Hier haben wir direkt den ersten Angriff mit Chandler, die Übersteiger hier in die Mitte, dann auf Guarin und jetzt der druckvolle Pass hier auf Jackson Martinez. Die Ballannahme missglückt ein bisschen, aber der Abschluss ist exzellent bei dem springenden Ball, den so gut zu platzieren. Das ist nicht einfach für einen Stürmer, macht aber hier richtig gut. Dann packe ich den Heelchop aus, dann noch die Ballrolle mit No-Touch. Jetzt habe ich hier ein bisschen Tempo, ziehe wieder zurück und jetzt ist oben. Harmes frei, den spiele ich auch an. Kurzzeit zu R2 Dribbling, den Gegner ins Leere laufen lassen und dann Harmes aus dieser Position. Wenn er den Ball auf dem linken Fuß hat, das war mein Ziel auch hier mit dem R2 Dribbling, dann macht er den rein. Der Gegner kommt aber hier auch nochmal vor mein Tor, geht hier auf den Außen gut durch, zieht er wieder doch rein. Dann habe ich den Ball rausgespielt, bekommt ihn wieder und dann zum Anschlusstreffer. Ja, da hatte ich einmal den Ball rausgespielt und wenn danach direkt dahinter noch ein Gegner steht, dann wird es schwer, das Ganze zu verteidigen. Und jetzt spielt er hier auf den Außen sehr schön durch. Kommt dann auch zu einem guten Abschluss, aber Howard mit einer guten Parade. Der Ball wird dann trotzdem unkonventionell reingeschlagen. Und das, was gerade Howard gemacht hat oder gut gemacht hatte, das macht er hier schlecht. Den Ball lässt er sehr einfach durchgehen und dann steht sie auf einmal wieder 2-2. Jackson Martinez jetzt wieder zentral vom Tor, wieder Ballrolle, No-Touch, zweimal angewendet. Komme ich durch und dann knall ich das Ding einfach mal drauf. Aber aus dieser Position natürlich extrem schwer, geht dann auch nur an den Pfosten. Langsam neigt sich hier das Spiel gegen Ende. Ihr seht es, dass ich sehr viel mit Ballrollen, No-Touch hier arbeite. Kann auch Cuadrado durchstecken, aber Bravo hält den Ball und Aurier mit einer überragenden Rettungstat war aber beides abseits. Von daher war es dann auch egal. Aber ich wollte es trotzdem mal gezeigt haben, weil ich es geil fand, wie Aurier da durch die Gegend fliegt. Jetzt komme ich hier auch glücklich durch mit der Ballrolle und danach der Schuss rübergezogen ins linke Eck. Ja, Dahu inzwischen eingewechselt. Ihr seht, es ist auch schon die Verlängerung hier am Start. Also das war dann unentschieden nach 90 Minuten. Und jetzt Matuidi, die richtig geile Schusstäuschung. Unglücklich hier für den Gegner, dass er da nur den Pfosten trifft. Also die Schusstäuschung war ziemlich geil. Vor allem, weil danach Matuidi den Ball auf dem linken Fuß hat. Jetzt ist hier Fekir auf den Außen oder zentral auch ganz gut durch. Der Schuss rübergezogen, aber nur an die Latte. Habe ich wirklich probiert, den richtig kräftig aufs Tor zu schießen. Jetzt haben wir hier die 113. Ich lasse den Ball gut laufen. Der Hut jetzt hier wieder zurück auf Jackson Martinez. Einen Ballkontakt zur Annahme und danach mit dem nächsten Ballkontakt abgeschlossen. So wie sich das gehört für einen Stürmer mit Weltklasseformat. Und ja, Jackson Martinez, da kann man diskutieren. Aber es war natürlich ein richtig guter Abschluss. Und dann
bin ich durch. Der Gegner macht auf. Fake hier ist alleine vom Torhüter. Der kommt raus und danach kann er ganz einfach über den Torhüter drüber lupfen und dann das Spiel quasi zum Endstand bringen, nämlich zum 5:2. Damit ziehen wir hier ins Halbfinale ein. Also wie gesagt, Halbfinale, dadurch, dass ich das erste Spiel, das Achtelfinale, die Aufnahme verkackt habe. Hier sieht man das gegnerische Team. 4-3-1-2. Auch hier nicht volle Chemie am Start. Das war dem Gegner aber egal. Er kommt hier überragend ins Spiel. Richtig krass gespielt. Also da dachte ich mir auch nur, meine Fresse, Alter. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt hier gegen so einen guten Gegner läufst, der solche Pässe spielt, weil das war extrem stark gespielt. Und dann in der 7. Minute oder 8. Minute kommt da der Deballer zu einem Kopfball. Howard sieht da schon wieder gar nicht so gut aus, aber es ist glücklicherweise abseits. Ansonsten wäre ich hier direkt in 8 Minuten 0-2 hinten gewesen. Das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Naja, so war es nicht. Jackson Martinez, das war No-Touch-Step und danach vorgelegt und im letzten Moment komme ich noch vor dem Torhüter an den Ball und krieg den Ball hier reingedrückt. Also da war das Entscheidende im letzten Moment, wenn ihr es euch nochmal anschaut, dieser No-Touch-Step nach oben hinweg und danach das zweimal mit rechten Stick nach vorne drücken, Ball vorlegen, und hier macht der Gegner nach meinem Empfinden was falsch. Den hätte er einfach auf den linken legen müssen mit Dybala und danach in die kurze Ecke schlänzen. Er macht es nicht, Howard kann den Ball parieren und damit geht der Gegner nicht in Führung. Schusstäuschung hier und naja, Brooks tut sich da schwer, aber Cuadrado kommt glücklich an den Ball und somit kann ich hier mir die Führung erspielen. Also schön ist was anderes, ist vielleicht ganz gut gemacht mit der Schusstäuschung, aber danach, ja, Brooks halt nicht der beste Abschluss. Geiler Ball hier von Harmes auf Jackson Martinez, der ist durch im 1 gegen 1 gegen den Torhüter und bam, das 3:1. Eine leichte Vorentscheidung hier in der 75. Und ich muss sagen, das war echt ein enges Spiel. Der Gegner hat man ja direkt zu Beginn gesehen, hat auch spielerisch sehr überzeugt, aber es wurde nochmal enger. In der 90. Minute sieht Howard schon wieder gar nicht so glücklich aus in seiner Verteidigungsart oder wie er die Bälle hält. Und dennoch hat es hier gereicht. In den letzten Aktionen sieht man jetzt hier, wie der Schiedsrichter abpfeift, und wir konnten das Spiel über die Runden bringen mit einem 3:2 jetzt hier im Halbfinale. Und damit geht es jetzt ins Finale und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Und dann kann es jetzt hier weitergehen und wir werfen uns nochmal natürlich einen kurzen Blick. Das erste Spiel, das habe ich euch nicht gezeigt, 6:4, also ich habe es euch nicht zeigen können, weil ich die Aufnahme leider nicht hatte. 6:4, das war auch echt ein Hin und Her. Dann das 5:2, das habt ihr gesehen, und dann das 3:2 hier eben im letzten Spiel. Jetzt stehen wir im Finale und jetzt muss es gelingen. 10.000 Münzen, das ist ein ordentlicher Preis und ja, wir suchen uns einfach auch schon mal direkt den Finalgegner. Und da haben wir ihn auch. Er kommt jetzt hier gerade herein. 3:2:1. Q. Sehr mysteriöser Name. Ich würde eigentlich es begrüßen, wenn du das Trikot nochmal änderst. Was ist denn dein zweites Trikot? Was ist denn dein... Zeig mir doch bitte dein zweites Trikot. Schau mal, wir haben jetzt hier gerade mitten in der Nacht. Wir werden nicht viele Finalgegner jetzt gerade finden. Bitte zeig mir doch mal kurz dein zweites Trikot. Aha. So. Und mir ist es doch scheißegal. Spiel doch bitte einfach mit dem weißen Trikot. Jetzt sind wir natürlich hier so in einer gewissen Sackgasse, weil ich jetzt auch einfach drauf beharren muss. Ja, ich mach's jetzt hier einfach. Ich hoffe, ich krieg die vernünftig auseinandergehalten. Das ist immer echt eine enge Kiste und nachher ärgere ich mich, dass ich dann erstmal Probleme habe, die Spieler und die Mannschaften quasi zu erkennen. Nun, gut, der Gegner spielt in einem 4-3-1-2. Ich find's halt so affig, dass er mir anscheinend das andere Trikot nicht zeigen möchte, weil er, oh, das zeigt, dass ich den Pokal gewonnen habe. Dann setz es doch nicht als Trikot ein, meine Herren. Du kannst auch jedes andere Trikot nehmen. Außer jetzt das Liga 1 gewonnene Trikot, weil das würde dann noch mehr zeigen, dass du gut spielen kannst. Nun, ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu doof hier oder am Anfang ein bisschen zu kleinlich angestellt, weil die Trikots sind doch ganz schön eigentlich zu unterscheiden. Oh, das, na, wobei, aber, also, die Rückseite ist halt auch schwarz beim Gegner. Und das ist halt, es ist so mad, wie kann man denn, ach, das ärgert mich sowas. Naja, wir werden jetzt hier nochmal im 4-3-2-1 bleiben, aber ich halte es mir offen, falls es nicht so gut läuft, dass ich dann auf das 4-2-3-1 in der Breitenvariante umstelle. Das habe ich ja eben auch schon im Halbfinale gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es in der Zusammenfassung erklären werde, zeigen werde, wie auch immer. Weil der Gegner einfach sehr, sehr gut war und ich komme im 4-2-3-1 einfach nochmal noch ein bisschen besser klar. Und auch, oh, man sieht das immer wieder ganz kurz, die Lags. Und jetzt hat er Ibrahimovic eingewechselt. Okay, ihr seht es. Es läuft nicht rund. Das nervt mich einfach. Sowas. Ja. Och. Ich sehe es nicht mal, wie ich den Ball ins Ausspiele. Weil es so laggt. Das kann ja lustig werden.
Ja, Piatti bricht, wird hier einmal, habt ihr es gerade gesehen, einfach in der Verteidigungsreihe abgeprallt oder ist einmal abgeprallt. Es kann einfach nicht dein Ernst sein. Es fängt mit den Trikots an und danach geht es mit so einer Scheißverbindung hier weiter. Yo! Schönes Tor. Ganz stark. Wirklich großes Kino. Einmal vollkommen reingelackt, das Teil. Das ist gut. Ach Gott. Komm, ich hoffe, er ist nicht im Abseits. Ist auch egal, der Ball kommt nicht an. Ach, Mann, ey. Es nervt mich, dass die Trikots von ihm auf der unteren Seite, auf der hinteren Seite schwarz sind. Oh, der ist noch heiß. Puh, und dann scheitere ich an Tschech, aber der Ball ist immer noch heiß. Wow. Wenn er da ein bisschen Pech hat, gibt es einen Elfmeter. Oh, jetzt hätte ich ihm auch fast so eins reingelackt. Schade, dass es nicht ausgleichende Gerechtigkeit gab. Ich habe jetzt eben gerade über den Gegentreffer gar nicht groß geredet. Aber es war einfach so, ich habe ihm, glaube ich, zweimal den Ball rausgespielt. Und aus irgendeinem Grund hat er ihn dann noch auf einmal ganz kurz bekommen, ganz knapp vor dem Tor. Und dann war es natürlich keine große Kunst, den reinzuschieben. Und wir sollten uns auf jeden Fall konzentrieren. Weil ich spiele bis jetzt hier gerade nicht sonderlich gut. Sehr schön. Geblockt, sozusagen dann da die Torchance überhaupt gar nicht so richtig entstehen lassen. Also so, dass das eigentlich gar keine Gefahr hat. Also es hatte schon eine Gefahr. Ich laber voll den Scheiß. Ich habe heute extrem viel schon FIFA gespielt. Ich kann mich jetzt schon an dieser, ich merkte schon, dass mein Commentary jetzt schon gerade extrem schlecht ist. Ich muss mich da schon für entschuldigen, aber ich will dieses Turnier einfach frühzeitig gewinnen. Oh, ja, ich würde mir einfach noch mehr Zeit lassen, bis ich den Ball spiele. Das ist ja lustig. Noch mehr Zeit lassen, sodass er dann auch wirklich abgefangen werden kann. Das ist wichtig. Okay, mal sehen, ob jetzt was geht. Ja, oh Gott. Der muss halt drin sein. Ey, das bin ich halt. Das ist so scheiße, Mann, Alter. Das ist so stark gemacht. Ich bin komplett frei, hab komplett die kurze Ecke offen. Und er schießt ihn an einem Tor vorbei. Das ist doch lächerlich. Und der Ball. Die Gasse war riesig. Boah. Ich krieg so einen Wursttreffer. Das ist so mies. Boah, war das knapp. Aber ich hab ihn nochmal. Come on. Pere! Das ist doch der Wahnsinn. Ja, ich habe heute sehr viel FIFA gespielt. Dementsprechend merke ich schon, ich bin total überspielt. Und das wirkt sich dann natürlich auch direkt auf mein Commentary aus. Bin überhaupt gar nicht so drin, aber der Spieler ist schön frei. Bälle annehmen ist halt auch einfach nicht für jedermann was, ne? Sehr gut, auch wenn es faul ist, das ist so ein wichtiges, entweder erobere ich den Ball oder es gibt faul, es unterbricht und dementsprechend seht ihr, ich habe, meine Mannschaft sortiert sich, der Konter ist unterbrochen und sozusagen, komm. Bleib halt stehen, Jackson Martinez. Du hast nur die Aufgabe, in den 16er hineinzulaufen, die Abwehr zu überlaufen. Bleib einfach dabei stehen. Das ist schön. Okay. Der Gegner ist auf jeden Fall schlagbar, wer solche Schnitzer drin hat. Komm. Nice.
sauber. Das war keine hundertprozentige, das war gerade so mit Ach und Krach, das kann total in die Hose gehen. Es klappt aber und dementsprechend jetzt hier das Unentschieden. Es ist super wichtig, nices Teil. Schweres Teil, vor allem Piatti, hat er den gerade mit rechts oder links geschossen? Piatti auf jeden Fall hat halt einen Linksfuß und nur zwei Sterne auf dem schwachen Fuß. Also sein rechter ist halt irgendwie auch sehr schwach und das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Come on! Nices Teil! Ja, Mann! Auch das, ich hab's nicht gut gemacht, weil hier, ich hab's da verkackt, ich hab da Bewegungen gemacht, so, die waren alle viel zu behäbig und hätten fast dann durch die ganzen Bewegungen noch diese Situation ruiniert. Aber es gelingt dann doch und Guarin auch in einer schweren Position macht da den Führungstreffer. So, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Nee, leider nicht. Aber den Torhüter holt er sehr weit raus. So. Und es zeigt sich, dass ich doch auch auf jeden Fall die ein oder andere Torchance mir arbeite. Das ist schon mal sehr gut, das gefällt mir. So muss es weitergehen. Oh, 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 faul. Ja, sehr schön. Haben wir schon mal 45. Nachspielzeit jetzt angezeigt. 62% Ballbesitz. Mir kommt es ehrlich gesagt gar nicht so dominant ballbesitzlastig vor. Das ist faul. Können wir schnell machen. Das gefällt mir nicht so gut. Ich bin auch nur mit einem Tor vorne. Das ist gefährlich. Aber es ist Halbzeitpause. Wie gesagt, 62% Ballbesitz, auch mehr Schüsse. 59% Passgenauigkeit im Gegner. Das ist echt ein bisschen komisch. Aber naja, wir müssen weitermachen, weiter das Spiel gut kontrollieren. Und jetzt in der zweiten Hälfte das entsprechend so gestalten. Nice, kein Foul. Kein Foul. Ach, der. Können wir hier durchspielen? Ja? Ja, Mann! 3:1. Sehr geil. 2 Tore Vorsprung. Das ist so wichtig. Ich will es unbedingt packen. 10.000 Münzen. Und ich, wie gesagt, ich will auch einfach das Turnier vorbei haben. Ich habe so viel Münzen für das Team bezahlt, 40.000 knapp irgendwie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon jede Menge dabei verloren. Und von daher, ich hoffe, ich habe wirklich, weil ich habe das, ja, weil teilweise echt die Spiele, habe ich das Gefühl, teuer gekauft. Und dann muss ich das Turnier halt schnell beenden, damit ich sie wieder teuer verkaufen kann. Und das gelingt, boah, hier gerade noch so mit Ach und Krach. Es tut mir leid, ihr seht die Verbindung, ich gehe davon aus, dass ich nichts dafür kann. Es tut mir wirklich leid. Es macht mir mit auch. Jo, krasses Teil. Ah, fuck. Es macht mir auch selber nicht so sonderlich viel Spaß. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht so schön anzuschauen ist. Aber nun gut, ich muss wirklich hier dranbleiben, weil der Gegner ist jetzt auch leider wieder dran. Außer nichts irgendwie so ein bisschen. Oh, der war wirklich sowas von mit Ansage. Sehr schön von Chandler. Ich muss echt sagen, Chandler, der ist ein Silberspieler, ist eigentlich eine Grotten langsam. Aber ich finde ihn eigentlich, macht der echt einen guten Eindruck. Come on, oh. Come on. Boah, Tschech mit einer mega starken Parade. Ah, das ist halt bitter. Muss ich aber vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln. Ich hatte echt vor, die Ballannahme ein bisschen mehr, wie gesagt, mit Zug dann auch zum Tor anzunehmen. Boah, Junge. Erwischt da einfach nur... Komm, den habe ich. Oh. Einfach nur mein Mann. Und ich glaube, der kann froh sein, dass mein Mann da nicht hinfällt. Weil ansonsten kann es da den Elfmeter geben. Oh Gott. Ja, komm. Krass, kein Elfmeter. Und auch kein Tor. Hier rum. Okay. Okay. Der ist leider nicht so gut mit der Schussdeutschung gestanden.
geklappt. Sehr gut, der ist wichtig. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Oh, der ist schlecht. Der ist schlecht. Puh, der Pass ist aber auch extrem überhastet. Come on. Ja. Das hat er stark verteidigt. Oder ist halt volles Risiko gegangen. Das ist immer so eine. So ein schmaler Grat. Mach's gut, Brooks. Boah, schade. Also ich weiß nicht, ich würde ehrlich gesagt auf Ibrahimovic nicht einen hohen L1-Dreieckspass nach dem anderen spielen. Also, ja, komm. Da gibt es einfach bessere Spieler, weil die schneller sind. Da, ich meine, Ibrahimovic hat den großen Vorteil, er hat einen extrem starken Körper. Und den setzt er natürlich auch in solchen Situationen sehr gut ein. Aber der ist einfach eigentlich zu langsam für diese hohen Dreieckspässe. Ja. Alter, was hab ich da für ein Dusel? Boah, ich. Der Pass war grandios. Hab ich auch schon besser gesehen. Come on, den rum. Yes. Sehr schön. War halt jetzt nicht so ganz so stark, was ich danach gemacht habe. Mhm. Ach Gott. Was, den habe ich schon gesehen, dass der nicht mehr bei mir ist. Komm, Piatti, lauf mal. Genau. Boah. Das war stark. Okay. Okay, wir haben jetzt die 82. Und das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Oh. Ich müsste jetzt mal dann schon so langsam mal drauf achten, das Spiel auch ein bisschen zu beruhigen. Kommt der bei Martinez an, ja. Boah. Aber vielleicht gibt es Eckschuss. Das wäre mal gar nicht so unschlecht. Unschlecht. Hm. Naja. So, wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Oh, meine Spieler sind platt. Ich hau den Rückraum. Hey, das war eine gute Idee. Wow, schaut euch an. Also das meine ich mit Chandler. Solche Sachen macht er echt nicht schlecht. Okay, wenn ich den jetzt kriege, schaffe ich leider nicht. Wir machen mal hier auf sehr defensiv. Okay, das ist ein bisschen überhastet. Okay, schade. Wir haben eine Pastore 1. Sag mal, willst du da hingehen oder willst du zugucken, wie der Ball an dir vorbeiläuft? Manchmal sind die Leute echt behindert im Kopf. Ja, es gibt den nächsten Einwurf. Das ist schon mal schön. Ja, wir offensiv machen. Schön. Wow, nochmal hier ein beherztes Tackle von Otamendi. Klärt nochmal zur Ecke. Ja, wir haben jetzt auch schon echt einiges hier, sag ich mal, von der Uhr genommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter jetzt gar nicht mehr großartig hier noch hoffentlich weiterlaufen lässt. Ja. Da wollte ich gerade sagen, gibt es die nächste Ecke. Aber nein, es ist nicht der Fall. Der Schiedsrichter pfeift ab.
Und ich hab's dann auch diesmal gepackt, hier im Finale 10.000 Münzen zu gewinnen. Endlich. Und ich hoffe, also eine Sache muss ich jetzt nachgucken. Erstmal natürlich nice. Die 10.000 Münzen. Ah, das ist schon mal sehr beruhigend. Das war nicht ein totales Fiasko. Und ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Gleich, nachdem wir hier durch sind. Wow, 10.000 Münzen auf einen Schlag. Und jetzt mal gucken, was es danach noch zu gewinnen gibt. Ob es dann wieder dieses Premium-Münzen-Set zu gewinnen gibt. Weil dann lohnt es sich halt echt nicht, nochmal den Pokal nochmal zu spielen. Ist der Fall. Und dann werde ich jetzt hier gleich die Spieler wieder auf den Transfermarkt hauen. Und ich hoffe, ich werde nicht dabei so viel Minus machen, weil es jetzt doch ein bisschen lange gedauert hat, bis ich den Pokal endlich gewonnen hatte und wann ich das Team gekauft habe. Diese Zeitspanne war einfach nach meinem Empfinden ein bisschen zu groß. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr euch freut, dass wieder eine Facecam am Start ist, und wenn ihr euch nicht so sehr freut, dann bitte nicht. Und auch nicht sagen, dass ihr nicht lieber keine Facecam haben wollt, weil das trifft mich dann auch vielleicht so ein bisschen. Nun gut, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Wow, das ist natürlich ein Elfmeter. Junge, Junge, Junge. Und das muss wahrscheinlich auch rot sein, weil er einfach nur von hinten reingrätscht, ohne überhaupt eine Chance auf den Ball zu haben. Hallo?